was ist ein Kooperationsnetzwerk? Wenn ich jetzt davon ausgehe, ihr seid alle Kooperationspartner und ihr kennt euch und ihr macht Sachen, ja? Gemeinsam, Projekte, Termine, Veranstaltungen, dann ist das im Prinzip wie so ein Eisberg. Die Menschen neigen alle zum Schubladisieren. Ach so, ja, Kooperationspartner, ja gut, das kann ich schon. Was bringt mir das? Was bringt mir die Kooperation mit euch? Oder sollte ich denken, was bringe ich? Welche Kernkompetenz kann ich einbringen? Welche Möglichkeit? Wenn ich auf euch schaue, dann sehe ich einen Eisberg. Und das Gros weiß ich nicht. Ja? Das heißt, wenn ich netzwerken will, muss ich mit Peter Klein sprechen. Muss ich schauen, kennenlernen persönlich. Was macht er? Welche Kontakte? Hallo? Welche Kontakte hat er? Welche Möglichkeiten? Welche Ressourcen kann er teilen? Habt ihr schon mal gehört von Ressourcing? Jeder von euch hat verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel einen Besprechungsraum in der Nähe von München für 10 Personen, eine Ernächtigungsmöglichkeit in Kroatien für eine Familie. Stellt euch einmal vor, ihr legt alle diese Ressourcen auf einen Tisch und jeder von euch kann alle diese Ressourcen kostenfrei nutzen. Wisst ihr, was das für eine Power ist? Nur, das muss ich natürlich kennenlernen, deswegen nicht schubladisieren, naja, ich weiß nicht, was ihr da macht, sondern sich darauf einlassen. Ja, dieser Vortrag zeigt einfach die Bedeutung für die Unternehmen und besonders Klein- und Mittelbetriebe in der Zukunft. Was ist möglich durch Kooperation? Verhinderung falscher Denkweisen, wieder das Schubladisieren. Der Christoph Appel hat eine gute Einleitung gemacht. Ne? Was bringt das und so weiter? Ne? Immer dieses, aha, ich bin jetzt nur ein Kooperationspartner von euch, damit ihr mir was abkauft. Das ist nicht Kooperation. Etwas abzukaufen hat nichts mit Kooperation zu tun, sondern gegenseitige Multiplikation. Wichtig natürlich, Steigerung des Erfolges im Netzwerk. Wie kann ich nachhaltig mit meinen Partnern kooperieren? Was ist wichtig, dass ihr mich persönlich kennt, dass ich zu Terminen gehe, Veranstaltungen gehe, dass ich präsent bin? Wir kommen von der Produktgesellschaft hin zur Informationsgesellschaft. Bitte kooperieren und netzwerken ist Information. Da muss ich die Leute persönlich kennen, wirklich mich darauf einlassen und dann kann ich auch was bewegen. Chancen aufzeigen und nutzbar machen. Welche Chancen haben wir durch die Kooperation mit Nikolaus Porkert? Ja, ich weiß natürlich sehr viele Chancen, weil ich mich darauf einlasse und weil ich mit ihm zusammenarbeite und ihn so kennenlerne. Darum auch heute im Anschluss bei Kaffee und Tee wirklich einen tiefer, lasst es einmal zu, dass es ein bisschen tiefer geht, so ein bisschen ins Persönliche. Ja, und schließlich den Gedanken der echten Netzwerke und Kooperationen fördern. Der Unternehmerbund ist ein Menschenbeziehungsnetzwerk. Wir sind keine Online-Plattform wie Xing oder Facebook. Du brauchst natürlich Medien, wo ich finde die Ressource, die ich brauche, oder diesen Kontakt. Du brauchst natürlich Medien. Und darum freue ich mich besonders, dass der Thomas Lackner nach mir im Anschluss ein bisschen einen Überblick geben kann über Social Media Marketing und welche Möglichkeiten ihr alle habt, ohne dass ihr teuer irgendwas investieren müsst, ja. Du hast mir einen sehr guten Einblick gegeben in Ebrechtsdorf am letzten Montag. Ja, und Wissen vermitteln. Also ich mache mit diesem Vortrag nur das, dass ich das, was ich gelernt habe in 20 Jahren, mit euch teile. Und auf die Zukunft vorbereiten, denn Kooperationen und Netzwerke wachsen und wachsen und wachsen, weil die Menschen begreifen, dass in diesem alten System, wo man überall irgendwas, ich brauche was, damit ich überleben kann, ich muss ja Geld verdienen, dass ich meine Miete zahle und so weiter. Warum in einem Mangel leben, wenn Fülle natürliches Prinzip ist? Ja, und nur dazu, also das waren die Zahlen 1990 bis 2006, 60% wirtschaftlich nicht erfolgreich von der Wirtschaftskammer, von Klein- und Mittelbetrieben. Jetzt haben wir so aktive und agile Unternehmer, aber viele sind nicht erfolgreich mit dem, was sie machen. Weil natürlich das so ist, ja, die große Masse verdient relativ wenig, Macht und Geld wird nach oben gebündelt und das ist so, ja, das ist so gewollt und das wird auch immer so bleiben, solange sich die Machtverhältnisse nicht ändern. Nehmen wir zum Beispiel einen großen Konzern, da gibt es den Gründer, den Aufsichtsrat und so weiter und nach unten gibt es die breite Masse, die relativ wenig verdienen. Die breite Masse kann relativ wenig verändern. Ja? Deswegen, wenn ihr wählen geht, ja, dann wählt ihr ein System. Ihr gebt eure Stimme ab oder ihr behaltet sie, je nachdem. So, und jeder macht in diesem System mit, weil es ist ja nur so. Wir sind ja alle nur der Ball. Wir werden gespielt. Oder sind wir Spieler? Ist ein Unternehmer ein Ballspieler oder ist er der Ball? Wenn man es begreift, dass man der Spieler ist, ja,
dann kann ich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, mich hersetzen zu einem leeren Blatt Papier und meine Zukunft kreativ gestalten. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, wie wertvoll das ist? Das geht aber nur, wenn man der Spieler ist, wenn man aus diesem Hamsterrad rauskommt. In diesem System bitte einfach nur die Entwicklung beobachten und ich glaube, ihr habt da genug Erfahrung. Das, worüber ich spreche, das ist das neue Wirtschaftssystem der Kooperation und Netzwerke, das so ausschaut im Gegensatz zu dem. Was zählt da? Der Mensch mit seiner Kernkompetenz und seiner Einbringung, nicht ein System oder eine Firma oder was auch immer. Der Mensch und jeder ist gleich viel wert und jeder verfügt über alle Ressourcen, alle Möglichkeiten, alle Kontakte einer großen Gemeinschaft. Jetzt in unserer kleinen Gruppe, in der wir heute sind, wenn ich mir das vorstelle, was hier alles möglich ist, dann ist das einfach nur fantastischer. Ja, der Mensch zählt, Positives wird verstärkt. Klar, ich muss natürlich positiv schöpferisch mit euch umgehen. Also ich muss euch so behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Und hier kann ich wieder Entwicklung beobachten, da Menschen, die wirklich in Netzwerken arbeiten, durch die Bank wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Und so können wir dieses ganze System umdrehen, indem dass wir Kraft und Stärke einer großen Gemeinschaft zu jedem Einzelnen von euch bündeln. Einer ist alles, alle sind eines. Lassen wir uns darauf ein. Das ist Kooperation. Überall wachsen zum Beispiel Shoppingcenter. Hier zum Beispiel die Plus City in Linz. Da wird eine Kartrophe gemacht, eine Miss Fitness-Wahl. Da tut sich was. Da strömen die Leute hin. Und Beachtung bringt Verstärkung. Je mehr Leute dorthin gehen, umso mehr natürlich auch Geld, weil die Leute kaufen dort ein. Und zur gleichen Zeit zum Beispiel hier am Linzer Hauptplatz, ja, aha, das ist das nächste Bild, Verzeihung, Linzer Hauptplatz, zu vermieten. Das müsste aber nicht sein. Die Unternehmer am Hauptplatz könnten sich genauso, so wie wir heute, zusammenfinden. So, und jetzt machen wir unsere Kartrophe, unsere Mr. Fitnesswahl, unsere Vorträge, unsere UB-Akademie für Schulung und Weiterbildung, unsere Innovatormessen. Warum denn nicht? Weil sie Bälle sind. Und das ist Kooperation. Wir müssen einfach raus aus diesem Hamsterrad. Denn wenn der Unternehmer nicht erfolgreich ist, nehmen wir mal an, einer hat Koch-Kellner gelernt und findet keinen Job, was macht er? Er macht sich irgendwann selbstständig, weil er muss ja irgendwo von irgendwas leben. Und dann gibt es in Linz jetzt nicht nur 1000 Gastronomiebetriebe, sondern 1001. Und so wird immer mehr der Markt gesplittet. Konkurrenz entsteht. Ja, und jetzt stopp damit, Netzwerkfähigkeit ist für wirtschaftliche Zukunft maßgeblich entscheidend. Und darum ist der Vortrag auch so wertvoll heute. Denn wenn wir alle wissen, was wirkliche Kooperation ist und das so machen wie die Melania Habron zum Beispiel und das umsetzen für uns im Unternehmen, dann ist Erfolg ein Automatismus. Ja, deswegen bei Titel auf dem Weg zum Wissenden. Wissen ist alles, Information. Was bringt mir die Kooperation? Warum bin ich bei euch Kooperationspartner in eurem schönen Netzwerk? Diese ganzen Kugeln, wer ist das? Ja? Da kann ich drauf schauen, ich kann nichts wissen oder ich kann mich drauf einlassen und etwas wissen. Deswegen habe ich hier so eine Skala gemacht. Jeder von euch ist auf dem Weg zum Wissenden. Manche sind hier, was bringt mir das, wenn ich mit euch zusammenarbeite? Andere sind da und sagen, unglaublich, alles, was ich brauche, alles, was ich... Ich habe alles, ja? Fülle. Und hier ist jeder. Einmal weiter vorn, einmal weiter hinten. Je mehr man dabei ist, je mehr man mit den anderen zusammenarbeitet, je mehr man den anderen Aufträge vermittelt, umso mehr bekommt man auch zurück. Wenn ich selber niemals ja, loyal bin zu meinem Netzwerk, dann wird das Netzwerk auch nicht nur loyal zu mir sein. Wo kaufe ich meine Zahnbürste? Wo kaufe ich mein Zahnpasta? Wo kaufe ich mein Hundefutter? Wo kaufe ich mein? Ist mir egal? Kaufe ich es irgendwo? Nein, mir ist nicht mehr egal. Ich kaufe das bei euch, weil ihr seid meine Partner. Und wenn ihr das macht, dann erfasse ich den Auftrag, sodass ihr alle seht, der Gerald Hangwerer ist loyal zu seiner Gemeinschaft. Dann braucht man gar nichts anderes machen, sondern automatisch, hör schon her, die Menschen sind nicht so und das sagen, super, danke und tschüss. Sondern, du, was kann ich für dich tun? Ne? Leben wir selber, leben wir unser Wissen vor den anderen und seien wir so positive Mentoren, dann begreifen es auch die anderen. Ohne, dass man es ja noch lernen muss. Ja? Alle sind wir auf dem Weg zum Wissenden.
Haben wir Egoisten unter uns? Ist irgendjemand Egoist? Ja, 3, 4, 5. Klar, man muss auch einen positiven Egoismus haben. Völlig klar, wenn man die Ziele erreichen will. Aber wenn ich jetzt sage, als Egoist, ja, ihr seid mir komplett egal, weil ich zähle. Werde ich dann erfolgreich sein im Netzwerk als so ein Egoist? Na sicher nicht. Aber wieso kommen wir denn nicht vom Ich zum Wir? Wieso können wir denn nicht Egoismus für uns haben? Und wenn ich so einen Egoismus habe und den zeige, dann habe ich automatisch einen Superstand im Netzwerk. Sind wir Egoisten für unsere Gemeinschaft? Draußen rennen Tausende vorbei, denen das alles nicht interessiert. Ja? Sie haben gewählt. Wenn wir eine Oase in der Wirtschaft basteln, wo wir alle Aufträge in das Netzwerk holen, wo wir verschiedene Partner haben mit verschiedenen Kernkompetenzen, wo wir die Ressourcen erfassen, wo wir die Projekte und so weiter haben, dann hast du ein Wasserglas und wenn jeder Wasser reinschüttet, hast du eine Besserstellung der Wirtschaft im Glas als in der Wüste rundherum. Und das erzeugt automatischen Wachstum für alle. Und natürlich, wenn wir dann unsere weiterführenden Kontakte erfassen, Mailadressen, über 100 Mailadressen im Infoservice, 100.000, Verzeihung, dann ist das eine Wucht. Ja. Dann kann ich Egoist sein für uns, denn wenn der Thomas Lackner einen Event einstellt in Wien, dann können wir alle diesen Event von unserem Kooperationspartner weiterleiten. Und so sind wir erfolgreich. Sind wir wie die Plus City? Gehen wir raus und machen wir was miteinander. Schläfer gibt es genug. Wir müssen die Spieler finden und die Spieler müssen sich zusammen finden. Und das alles können wir bündeln zu jedem Einzelnen. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass das alles ich bin, ist einfach für mich unglaublich. Das bringt Wachstum, Macht und Stärke, Vielseitigkeit, Motivation und einfach Erfolg im Netzwerk. Ich muss mich eigentlich nur fragen, wie kann ich ein wertvoller Partner für euch sein? Welche Ressourcen kann ich teilen mit euch? Welches Wissen habe ich? Das alles lege ich auf den Tisch. Darum wieder Kommunikationsplattformen, denn ihr müsst ja von überall schauen, was hat denn der Gerald auf seinem Tisch. Ne? Fragt euch, was bringe ich in mein Netzwerk ein und immer Loyalität zeigen. Und das Umdenken ist nicht einfach. Christoph, du hast recht gehabt. Ich bin in meinem Wirtschaftssystem drinnen und durch Medien und so weiter, durch das alles drückt mich auf den Weg zum Wissenden immer wieder zurück. Ja? Darum, man muss sich da wirklich drauf einlassen. Einer für alle, alle für einen. Eine Kultur des Netzwerkens pflegen. Wie gehe ich um mit meinem Kooperationspartner, wenn er mich besucht in Ebrechtsdorf und kommt von Kroatien? Ich habe einen Schweinsbraten gekriegt, fantastisch aufgekocht. Eine Wertschätzung. Da habe ich gleich spontan gesagt, und ich freue mich schon, wenn du in Kroatien besuchst. Ja? Ich habe ein köstliches kroatisches Frühstück. Zum Beispiel. Aber man sieht, man will ja sowieso immer einen Ausgleich geben. Und Neid gehört nicht bei uns mehr dazu, sondern wir sind happy. Wenn jemand erfolgreich ist, dann sind wir glücklich. Und dann sagen wir, schau, wir haben einen Partner, der ist erfolgreich. Auf das können wir stolz sein. Ja, ans Geben denken, dann kommt das Nehmen ganz alleine. Was sind die häufigsten Fehler im Netzwerken? Den Partner als potenziellen Kunden zu sehen. Das ist das, was die meisten Leute drin haben, immer wieder. Aha, okay, ja, jetzt habe ich da ein Produkt und das kauft es mir. Ja? Das kauft es mir ab. Das Verwurzelung im alten Wirtschaftssystem, mangelndes Vertrauen. Ich weiß nicht, der Nick, er fährt einen Tesla, das ist sicher so eine Alternative. Blödsinn, ja. Schubladisieren, Vorurteile, nicht verstehen wollen, mangelnde Einbringung und mangelnde Stetigkeit. Hallo, ich bin euer Kooperationspartner. Hallo, ich bin der Gerald. Oh, wieso kauft es mir nicht so? Oh, war schön mit euch, tschüss. Mangelnde Stetigkeit, große...
Ja, wer von euch hier ist nicht daran interessiert, mehr Umsatz und mehr Geschäft zu machen? Niemand, okay. So wie der Gerald zuerst schon gesagt hat, dass wir als Unternehmerbund und als Netzwerk aus Personen bestehend uns gegenseitig unterstützen können, gibt es jetzt auch noch Google. Social Media Marketing. Ich beschäftige mich seit circa 4 Jahren mit dem Thema Suchmaschinenmarketing und wie bringe ich einzelne Unternehmer, Kleinunternehmer, Ein-Personen-Unternehmer in die Google-Seite Nummer 1. Ja? Es gibt einen guten Witz. Wo verstecke ich etwas, wenn ich sicher sein will, dass es niemand im Leben findet? Google-Seite 2. Ja? 80% der Menschen, die etwas kaufen wollen, eine Dienstleistung brauchen, suchen heute, bevor sie jetzt zu uns kommen, im Internet. Ja? Der schreibt rein, suche Kücheneinrichtungstischler, ja? Oder Hundefutter. Ja, schaut im Amazon nach, vergleicht die Preise. Aber nicht nur das. Die Menschen vertrauen Menschen. Ja? Und in jedem Netzwerk erkennst du es sicher alle, bei Amazon und so weiter, gibt es dann die Bewertungen. Ja? Und was tut man automatisch, wenn man auch jetzt irgendwas sucht? Ich schaue mir den Preis an, aber auch die Bewertungen. Und sehe da jetzt 5 Sterne, 4 Sterne, 4,5 Sterne, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Und ich werde dort eher kaufen. Google verdient 60 Milliarden Euro jedes Jahr mit dieser Suchmaschinenwerbung. 60 Milliarden. 4.500 Milliarden Dollar werden jährlich in Online-Werbung hineinbezahlt. Viele von euch kennen vielleicht Google AdWords oder Facebook-Werbung. Oder man hat gerade irgendwo was gesucht, im Amazon, weil das ist eine riesen, gigantische Suchmaschine. Und dann geht man auf eine andere Seite, surft weiter, hat das Produkt oder die Leistung schon längst vergessen. Auf einmal tauchen da genau die Einschaltungen auf. Ja? Und da denkt man sich dann, ah, interessant, das muss eine riesen Firma sein. Ja, das nennt man Remarketing. Das heißt, die folgen uns schon nach. Die Technologie ist so interessant, dass es immer persönlicher wird. Auch wenn es nur Technik ist. Und jetzt kommt die interessante Sache, die wir als einzelne Personen im Unternehmerbund ja, gemeinsam tun können. Wenn da jetzt 60 Leute sitzen, ja, jeder von euch hat ein Unternehmen, betreibt eine Firma, eine Dienstleistung. Wenn wir uns da kontinuierlich und systematisch, Schritt für Schritt, ja, Woche für Woche, jede Woche 10 Minuten oder 20 Minuten, ja, zusammensetzen, online, ja, über ein Webinar, jeder zu Hause auf seinem Computer oder über das Tablet, das Smartphone, ja, und uns gegenseitig bewerten, teilen und liken, ja, dann hat es einen Effekt, den keiner von uns mit Werbebudget bezahlen kann. Ja, weil der Google-Computer ist auch sehr gescheit und den kann man mit noch so vielen Millionen nicht dazu bringen, dass ich auf die erste Seite komme. Und das ist jetzt das Interessante für uns, kleine Unternehmen, sage ich mal. Ja, die großen Unternehmen haben ihre Werbeabteilungen und Budgets, da wird Werbung gemacht, produziert. Werbung hat aber keine Wirksamkeit mehr. Ja, die Werbewirksamkeit ist auf 11% gesunken und die Wirksamkeit einer persönlichen Empfehlung ist auf fast 70%. So, dank dieser Bandbreiten, ja, die wir jeder auf dem Handy haben oder zu Hause auf dem PC oder Mac, ist es jetzt ein leichtes, dass jeder von uns sich als Person ja, mit seinen Leistungen auch in dieses große Netzwerk einbringen kann. Weil das Wasserglas, von dem der Gerald zuerst gesprochen hat, das sind wir. Aber rund um dieses Wasserglas sind hunderttausende Menschen, ja, die genau nach dem suchen, was du anbietest. Muss ich mal auf meine Luft aufpassen. Gestern haben wir einen neuen Unternehmerbund-Partner
aufgenommen als Diplom-Ingenieur und Architekt, also Doktor der Rechtsanwalt und Architekt. Und der hat mich gefragt, du Thomas, da gibt es einen Kollegen von mir, der ist auf Scheidung spezialisiert und der hat sich jetzt eine Agentur geleistet und unglaublich viele neue Aufträge kommen übers Internet hinein. Wie macht er das? Jetzt habe ich ihm das analysiert, es sind 33 Seiten geworden. Ich kann es gerne dann in der Plattform auch veröffentlichen, damit Sie einmal seht, ja, was man alles herausfinden kann und herausfiltern kann. Alles, was gesucht wird über die Google-Suchmaschine, jedes einzelne Wort, ja, wird vom Google und den Robotern analysiert, erfasst und gespeichert. Und dieser Anwalt zum Beispiel, der jetzt spezialisiert auf Baurecht ist, ja, habe ich ungefähr 500 verschiedene Schlüsselwörter herausgefunden, ja, die sich auf dieses baurechtliche Thema beziehen. 500 einzelne Wörter, da gehört dazu Anwalt für Baurecht, Bausachverständiger, Pfusch am Bau, Hilfe, ja, der Handwerker hat schlecht gearbeitet. 500 unterschiedliche Wortkombinationen, ja, und Synonyme. Insgesamt, glaube ich, 300.000, 400.000 Suchanfragen jedes Monat im Raum Österreich. So, und jetzt könnte ich hergehen auf der einen Seite mit einem Werbebudget von circa, was habe ich ausgerechnet, 135 Euro pro Tag. Ja, das sind rund 3.500 Euro im Monat, das ist ein Haufen Geld. Könnte ich Werbung schalten, Google AdWords, damit ich auf diese Google-Seite 1 komme, wenn jemand nach Baurecht Anwalt sucht. Ja, wenn der dann da draufklickt, in dem Moment bezahle ich an Google eine gewisse Summe. Ja, das wird von Google versteigert. Das heißt, wenn der Nick 5 Euro zahlt für den Begriff Ringana und ich komme, bin auch ein Ringana-Partner und sage, okay, mir ist das bis zu 10 Euro wert, ja, und ich habe mehr Budget wie der Nick, dann könnte ich ihn ausstechen und Google freut sich, weil denen ist das komplett egal. Ja, aber ich zahle einfach mehr, weil ich ihn konkurrierend ausstechen möchte. Und das können wir jetzt gemeinsam für uns nutzen, indem wir erstens uns natürlich kennenlernen und dann online, ja, jede Woche, alle 2 Wochen, ich werde das dann auch noch reinstellen und anbieten, treffen und uns gegenseitig vernetzen. Und somit eine, wie sagst du so, eine Einkaufsgemeinschaft, ja, im Internet werden, die die Roboter auf sich aufmerksam macht. Und wenn die Roboter auf uns aufmerksam werden, dann werden wir mehr Besucherströme von diesem riesen Pool, der da draußen existiert, hereinbekommen. Ja, und zusätzlich Kunden, die gar nichts mit dem Unternehmerbund zu tun haben, bekommen. Ich muss auf die Zeit aufpassen. 17.10 Uhr. Wie haben wir die Zeit geplant? Wenn du fertig bist, ja, dann können wir in den Hintern reingehen. Okay. So, und das ist das, was ich gerne als Ressource einbringe. Also ich mache das jetzt seit 4 Jahren, bin Unternehmensberater. Fast alle Unternehmer und Unternehmerinnen kriegen über die jeweiligen Wirtschaftskammern oder Handelskammern, auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, Förderungen, ja, für Beratungen. Das mache ich seit 4 Jahren, ja, koste ich meinen Kunden keinen eigenen Cent, weil bezahlt werde ich von den Fördertöpfen. Und wer von euch jetzt interessiert ist, da mitzumachen, den lade ich wirklich herzlichst ein, ohne Zwang oder irgendwelche, ja, es kann am Anfang unregelmäßig sein, sich da einzuwählen, ja, zu unseren Terminen. Wir haben jetzt eine Online-Webinar-Plattform, die wir jetzt nutzen werden, das ist EduTip. Da können wir uns treffen. Ja, und da werde ich euch sukzessive das ganze Know-how liefern, was ich so normalerweise in der Einzelberatung von mir rausgebe. Ich habe Software, ich kann jedem zeigen. Also mein Bestreben ist es auch, jeder kleinen, ja, Ein-Personen-Unternehmung die Möglichkeiten beizubringen, das selbst zu tun. Weil es ist schwierig, man kann nicht jedes Mal zu einer Werbeagentur gehen, wenn man ein neues Facebook
Posting mit einem tollen Bild machen will. Also ich habe hunderte von Software-Tools, wo wirklich jeder, ja, und jede von euch einfach lernen kann, für sich selbst wunderbare Geschichten zu erzeugen. Ja? Und wenn es wirklich dann einmal eine, sagen wir, technische oder größere Unterstützung braucht, ja, dann geht man halt mit dem Detail zu einem Spezialisten, zu einer Spezialistin. Ja? Aber ich bin ein Fan von, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil dann kann ich selbst steuern und meinen Erfolg auch dadurch verstärken und wachsen lassen. Ja, ich hätte noch viel, viel, viel zu erzählen, aber das stelle ich lieber auf die Plattform, ja, und freue mich auf eine spannende Zeit gemeinsamen Netzwerkens. Kooperations- und Ressourcing, ja, das gefällt mir auch besonders gut. Besten Dank. Danke, Thomas. Danke, Gerald. So, ich möchte euch bitten, gehen wir vielleicht in den hinteren Bereich, dass wir ein bisschen die Partner ein bisschen näher kennenlernen, dass wir uns ein bisschen austauschen. Ihr habt draußen Kaffee, Tee, Wasser, Säfte. Bitte nehmt euch einfach, was wollt. Und ja, wir haben reserviert, wer noch Lust hat, im Rosengarten. In der Westendstraße 305 ist das Charlotte reserviert. Wer noch was essen möchte, da gehen wir dann was trinken. Vielleicht macht der eine oder andere auch ein Seiterl. Und ja, viel Spaß jetzt im hinteren Bereich, da wir uns austauschen. Danke sehr. Danke.